Oha, eine erholsame Massage für Kiel, ja, gönnen. Alter. Wahrscheinlich kannst du hier die Zuneigung steigern. Ja, brauche ich nicht, mein Expert habe ich schon. Ja. Also natürlich praktisch sowas. Ja, auf jeden Fall. Vor allem for free. Die sollte mal ihr Geschäftsmodell überdenken. Ja, das ist nicht so Ist nämlich smart. keins. So, Fahrradladen. Ich hätte gern für 1 Million Poké-Dollar ein Fahrrad. Ja, wahrscheinlich. Oh, willkommen. Warte, ich gehe auch in den Fahrradladen. Fahrradladen! Sag mal, wenn du schon bist, dann erzähl ich mal ein bisschen. Oh, die 10.000 sind Eine erstes, ui. Sekunde. Wärst du Nummer 10.000 gewesen, hättest du ein Fahrrad geschenkt bekommen. Tja, Ah. Pech gehabt. Jetzt hast du eine zweite Chance. Wenn du diese folgende Quizfrage richtig beantwortest, erhältst du noch ein Fahrrad. Also, hier kommt die Frage. Gibt es Fahrräder auch in verschiedenen Farben? Nein. Aber sicher. Natürlich Richtig! nicht. Ich bin mir sicher, das Fahrrad war mit dir in besten Händen. Okay, wow, danke. Ich nehme jetzt mal aus Spaß natürlich nicht. Ich nehme grün. Das soll deine Antwort sein? Es gibt also keine Fahrräder in unterschiedlichen Farben? Ja, nee, natürlich gibt es. Es gibt nur eine Farbe und das war's. Ja, die hatten also zwei Farben. Okay, man kann sich nicht immer entscheiden. Der fragt die ganze Zeit danach. Okay, das ist also deine Antwort. Es gibt keine Fahrräder in unterschiedlichen Farben. Den können wir nochmal aus. Schade. Ich hab doch schon geheilt. Warum will ich jetzt mein Ah, Pokémon? schade. Na gut, haben wir jetzt ein Fahrrad. Ich nehme. Ich hab's Grüne genommen. Ja, grün. Grün ist besser als gelb. Ein Dutzend Sprudelwasserflaschen. Ja, gib. Gib. Gib, gib. Gib, gib. Was? Da Hier kommen gibt's die einen erstmal. Kleidungsladen. Wenn das Chris findet, dann ist er pleite. Okay, Hallöchen. keine Sprudelflaschen für mich, Leute. Keine Sprudelflaschen für mich. Wir müssen shoppen. Let's show me what you got. Die Tasche natürlich sehr nice. Streifentanktop, Vintage Skinny Jeans. Ich hätte Die gern das Jeans Oberteil. sehen aus. Aber nee, ich brauche ein Anzugoberteil, Leute. Ich brauche ein Anzugoberteil. Wenn ich kein Anzugoberteil habe, dann halt nicht. Dann gibt's halt nichts für mich. Zwei Sehe ich nicht. Farben Jeans, Straßenschuhe. Das Oberteil ist schon sweet, ne? Muss man sagen. Gönne ich mir jetzt einfach. Yeah, nice. Wie so ein Attackenlernhaus. Hä? Ist das. Hä? Warte mal. Das war ein Hotel und hier ist nur ein Tipps zu Trainer oder was? Ah, das war nur ein Tipps zu Trainer. Ah, wie traurig. Skinny Jeans sind an der Wie Stelle. traurig. So, jetzt haben wir einen Kaffee. Güte, und hier gibt's eine Tasche, Alter. Hm. Die ist schon schick, aber nicht hier genug. Und der Hut ist auch mega ungeil. Ich brauche jetzt nicht in einen Kaffee zu gehen, Leute. Hey, du willst etwas anprobieren? Gerne, lass dir ruhig Zeit. Ja, da hatte ich vor. Fuck, Alter, wie kann man nur so sein? Ach, krass. Kannst du mir das mal verraten, wie man einfach so sein kann? Gibt's hier versteckte Items wieder? Nö. Aber wir können uns hier noch einen Pokémon encountern, Oh, hier indem gibt's wir ein angeln. Pokémon, was wir schon haben. Das sieht auch süß aus. Ich guck gerade, jetzt gibt's noch Zertrümmerer Felsen. Ja, du kannst dich hier wieder entscheiden, Chris. Zertrümmerer Felsen oder angeln. Skinny Jeans. Skinny Jeans? Skinny Jeans. Okay. Straßenschuhe, was gibt's noch? Gelbe Also, Straßenschuhe. ich hoppe dir wieder 500 Jahre. Ich will jetzt nicht warten. Ich mache jetzt den Encounter. Für mich ist das wichtig. Aber man kann auch direkt beim. Ah, man kann direkt beim Umziehen Sachen kaufen. Alter. Ah, das mit X, das war wohl nix. Das war nicht so. Nochmal angeln. Okay. Umziehen, yes. Dafür sieht auch mega nice aus, Markus. Du siehst einfach nur aus wie ein. Standard. Ein Keck. Siehst einfach nur aus. Ein Kecklion. Nice. I take it. Ein Eletik. Ja, ist okay. Was? Damit bekommst du auf insgesamt zwei Artikel und möchtest du sie kaufen? Ja, möchte ich. Was? Was wie? Was? Hä? Aber ich habe sie doch schon gekauft. Chris riecht am Struggeln hier beim Shoppen. Ich habe sie gekauft. Bitch. Muss ich mich im Pokémon Center umziehen? Ich habe die gekauft. Das ist eine Frechheit. Das ist eine bodenlose Frechheit. Da muss ich erstmal auf. Also das kriegt keine positive Yelp-Bewertung von mir. Das Genau. ist sehr negativ. Null Sterne. Oder ein Oha, Stern? null Sterne. Was ist denn das Niedrigste? Ein Stern oder null Ich Sterne? glaube, ein Nullstern geht gar nicht. Ein Stern ist das Niedrigste wahrscheinlich, ne? Ich habe die Sachen gekauft. Deswegen kann ich sie ja auch anziehen. Aber das hat das Game einfach nicht registriert. Tja. Das sind ja dumme Leute. Guck sie dir an, Alter. Einfach mega nice.
Super, das ist Style. Nice, 10 von 10, sehr gut. Okay, du hast also geangelt, Markus, sagst du. Ich habe einen Eletech geangelt, ja. Was ich gerade dabei ist, selber zu töten. Ich hoffe, wir können es jetzt einfangen. Weißt du, es hat sich selbst verwirrt und bekommt einfach direkt zwei Hits gegen sich. Ich bin auch. Oh nein, bitte jetzt treff dich nicht nochmal, bitte selbst. Bitte nicht. Ach, es hat ja was selber getötet. Ja, dann gibt's halt keinen Elitek, Leute. Gibt's halt keinen Elitek. Ich an der Stelle. Du kein Elektro-Pokémon für dich. Was krieg ich? Kein Elektro-Pokémon für mich. Ich hätte gern einen Giratina, danke. Oh, ich hab auch einen Elitek. Ja, das wirst du eh nicht fangen können. Oh, hier oben kommt direkt noch eine Route. Route 10. Aber die machen wir jetzt mal nicht. Ich würde sagen, erstmal Arena, oder? Jetzt muss man auf Arena kommen heute. Das ist auch nice. Dann schauen wir mal, auf welchem Level die sind, diese Kletterwandhalle. Das ist geil. Gesteins-Pokémon drin. Ja, klar. Ich bringe erstmal ein Pokémon-Stärke bei. So, klettern wir mal hoch und schauen wir mal. Es tut mir wirklich leid, aber Pampyro wird einfach mein Sklave. Das ist wirklich traurig. Das ist halt einfach so. Hey, Dude. So, sagen wir mal, wie ist denn das Level ungefähr in der Arena? Level 50. Krawumms direkt. Ja, moin. Diese direkt voll entwickelten Pokémon, ne? Sag nice. Ah, Level 21. Achso, na gut, das ist angenehm. Aber ich gehe jetzt. Aber da sind dann. Achso, ne, hier haben wir ja random Pokémon. Das hast du ja verkackt. Ja. Okay. Okay, hier geht's runter. Ich gehe erstmal in die Höhle und schalte die Abkürzung frei. Ich bin da gar nicht so. Das resettet sich doch eh wieder, wenn du rausgehst. Ja, du. Mach dir mal da keine falschen Hoffnungen. Warum komme ich eigentlich nicht vom Fahrrad? Ich muss mal eben die Heizung mal ausmachen. Leute. Ach, so, nochmal ganz exklusiven Einblick hier. So. Ich habe meine Heizung ganz kurz an, um aufzuwärmen und dann mache ich sie ganz schnell wieder aus. Die Illusion zerstört! Das sieht so witzig aus. Leute, komm, wir holen uns den Hintergrund wieder zurück und den Rest von Klurak. Sehr gut. So. Wie, Markus, du wohnst gar nicht in einem Greenscreen? Was soll das denn? Warum wohnst du nicht in einem Greenscreen? Das ganze Leben eine Lüge, Markus! Ja, es tut mir leid, Leute, jetzt wisst ihr es. Ich wollte das schon immer mal loswerden, jetzt habe ich es hier im Stream endlich mal euch gezeigt. Ja, jetzt hast du es enthüllt. Steinhage. Das ist sogar der Arenaleiter, der uns dieses Dings gegeben hat. Der Arenaleiter hat uns Stärke gegeben. Lol. Kann ich drauf geachtet. Ja, Steinhagen nehmen wir nicht. Weißt du, ich habe wenigstens Style, während ich hier klettere, Markus. Was hast du? Was hast du? Das gibt eine Anzeige. Ja, shit, Mann. Ich habe mir schon fast mit gerechnet, dass ihr darauf empört drauf reagiert. Danke. Gerne, Markus. Oh, Elekid. Weißt du, wir Leute mit Style müssen ja auch den anderen, den normalen Leuten helfen. Ah, und der kommt natürlich mit der Donnerwelle direkt um die Ecke. Ah, schön. So. Erstauner, ja. Da bin ich aber jetzt erstaunt. Tempo-Heap, zapp-ups. Tempo-Heap ist auch einfach so eine nützliche Attacke. Tempo-Heap ist super. Ja. So, Kiel, ja, ich würde sagen, dich schieben wir jetzt mal da weg. Krawumms finde ich ja immer noch geil, ne? Weil es eine Fähigkeit hat, wo er Geistattacken, normalen Attacken angreifen kann. Und eine 120. Ach ja, stimmt. Das war ja das Heftige bei Krawumms. Ja. Ja, das ist echt heftig. Elekid. Jetzt will ich den gegen Elekid einsetzen. Na, eigentlich nichts anderes. So, die Kletterwand hat sich an der Stelle sehr gelohnt. Mhm, gute Kletterwand auf jeden Fall. So, und weiter geht's. Alles schön gemacht. Die hat ein schönes Design von der Arena. Mit so einer Kletterhalle finde ich irgendwie ganz cool gemacht. Also, so eine Klettersteinhalle. Hat auch ein schönes Design. Leider nicht nachvollziehen. Ach, doch, doch. Nein. Oh, snap, ein Wanderer. Also gut, ich bin bereit. Mal sehen, ob du eine Schwäche in deiner Verteidigung findest. Wie er angerannt kommt. Hopp, 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 hopp. Hutzasa. Gut, Sasa, was soll ich denn da sagen? Ich hätte immer noch gedacht, dass wir Tarzan nennen sollen. Das schon, ne? Ja. Drachenwut. Wut. Drachenwut.
Fangwut funktioniert nicht hier so gut. Du brauchst eine Feuerattacke, Markus. Kann ich empfehlen. Ja, ey, hier, für Heidhydra bräuchte wirklich mal eine Feuerattacke für Hydra. Ich hab das Gefühl, du bräuchst generell bei einer gegen dieses Pokémon. Oder eine Flugattacke, ich meine, hey. Ja, passt schon. Wir essen den Pilz einfach auf. Ich hoffe, der war nicht giftig. Und so. Du kannst von der gescheiterten Attacke erlernen, Hydra. Knirscher, ja, fast. Knirscher ist fast eine Feuerattacke, ja, muss man sagen. 180 und 160. Ja, machen wir halt Bisswerk, ne? So. Ist das sinnlos? Das ist ein Alvernor, Leute. Ich hab jetzt bei Markus nicht hingeguckt. Was denn? Die Kletterwand. Ah, ne, jetzt bin ich auch beim Wanderer. Ja, die andere Seite war komplett einfach eine Sackgasse. Ja, deswegen bin ich zurück in die richtige Seite gegangen. Wie soll man denn jetzt da weiterkommen? Unten langlaufen. Du musst gegen den Typ nicht kämpfen. Ja, ich weiß, aber bei der Trainerin, wo du gerade bist, kannst du an der vorbeigehen? Ja, ja. Pokémon! Batman! Ist am Start! Jetzt begrenzt er sich wieder hier selbst, ja. Wow. Batman, das bärtigste Badassmon. Giftschock. Nein, nicht Finte, aua! Was war sogar ein Volltreffer? Uff. Vulpix, darüber müssen wir nochmal reden. Warum ist das nicht effektiv? Ach, das ist Giftpflanze, ne? Ist Sotasa Giftpflanze? Ich glaube schon. Ja. Galakladi, du aller Schmadi. Ja. Dich hätte ich gerne in meinem Team, weißt du, Galakladi? Aber ich hab noch keinen Funkelstein. Ist natürlich schlecht. Teleport funktioniert auch nicht. Level 30 oder so entwickelt sich das automatisch zu Gardevoir. Ach so. Ja. Das geht auch. So. Ja, es sind nicht nur die weiblichen, es sind auch die männlichen. Obwohl ich das natürlich. Ja, aber weiß ich, ist nicht Gardevoir sogar nicht besser Mega Gardevoir als Mega Galakladi? Ja, dann nehme ich Mega Gardevoir. Männliches Gardevoir haben? Also. Ja, ich habe halt gedacht, Galakladi wäre halt mal interessant, aber wahrscheinlich ist Gardevoir trotzdem besser, oder? Ich weiß nicht. Gardevoir ist auf jeden Fall besser. Da musst du einfach nur aufleveln. Nano-Auge. Eiszahn ist ja mal richtig gut. Wow. Oh, wow, ist doch gar nicht so gut, wie ich dachte. Uff. Aber die Genauigkeit ist ja uff. Ja, aber physisch. Ja, das ist schon besser, ne? Ja. Begrenzer, du bist schon so Begrenzer, ey. Ja, ich glaube, dann bleiben wir doch bei Gardevoir, was meint ihr? Ja, Gardevoir kann ich schon empfehlen. Also gerade für Drachen wäre das, glaube ich, 10 von 10. Ja, ich glaube, wir bleiben bei Gardevoir, Leute. Ja, ich glaube 20, yeah. Galagladi. Galagladi, Galagladi. Kampf und Psycho. Ja, dann bleiben wir bei Gardevoir. Bleib bei. Hey, Dude. Dum, 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 der Kalle. Ja, Kalle hat aber. Der gute Kalle hat einfach mal ein Celebi dabei. Der gute Kalle. Der kennt sich jetzt erstmal Legendary. Warum muss Migma so schwer zu finden sein? Ja, Migma ist halt. Warum schwer zu finden? Ah, ist ja hier auch viel geworden, ne? Mit Schwert und Schild oder was? Ja. Da ist es nicht schwer zu finden. Ich überleg gerade, wo es Migma gibt. Ich habe gerade keine Ahnung. Es gibt doch genug. Mann, das heißt auf Englisch anders. Wie heißt das? Nester heißt es auf Deutsch. Ah, ja. Du musst doch quasi nur googeln, in welchem Nest es Migma gibt. Und dann musst du. Aber nur wenn es neblig ist. Ah, okay. Nein, in Nestern gibt's das immer. Ja, dann machst du halt den Reset-Trick. Kennst du den Reset-Trick? Weißt du, wie der geht? Dass du quasi einen Wunschbrocken reinlegen musst und quasi das Nest immer wieder resetten kannst. Solange bis es Leader wird. Und danach kannst du nochmal einen anderen Trick machen und das so lange resetten, bis es das Pokémon ist, was du haben willst. Kennst du den? Jetzt kann ich den kurz erklären. Und das ist auch intentional, weil das gibt's schon seit Pokémon Schwert und Schild rausgekommen ist. Und die haben das halt bis jetzt nicht gefixt, also kann es über intentional sein. Du willst den Export aber nicht benutzen. Ja, gut, dann hast du halt Pech, ne? Aber gut, ich kann dir auch Mimikma traden, wenn du magst. Ja, ich auch. Also ich habe auch schon ein perfektes. So ist das nun nicht.
Aber es ist halt. Wenn man keinen Exploit nutzen würde, dann halt ist schon. Feuerzahn, dankeschön, Overused. Jetzt kommen wir auch langsam mal in die Richtung zumindest. Komm mal in die richtige Richtung, Markus. Zauberblatt, ja genau, setz Zauberblatt gegen dich ein, das ist eine gute Idee. Zauberblatt gegen Feuer-Pokémon, was hat da schon schief gehen? Einäschern! Das kannst du. Du hast Einäschern? Ja, wie cool. Alter. LOL, und ich will. Psyzolot will in dem Moment Zauberblätter lernen. Das ist ja witzig. Kann ich empfehlen. Das sah böse aus. 1200 Erfahrungspunkte. Holy Macaroni, Alter. Ich muss mal gucken, vielleicht habe ich sogar als den Premierball. Muss mal schauen. Aber probierst du lang gerne weiter. Ich will jetzt das nicht versprechen. Kleinstein. Da wechseln wir mal auf. Ja, wir genau wieder gleich auf sind, ne? Ich hab jetzt Kleinstein besiegt, ja. Ja, aber trotzdem. Ja, ist okay. Ist okay, Mr. Speedstar. Genau. Ist ja 2 Millionen Level nach vorne. Tschüss, Kleinstein. Bin mir fast geschockt, dass es nicht hier Robustheit hat. Oh, als letztes kommt Voltenso. Das ist ein Tensor. Aber ich hab Dark Souls. Und das ist wichtig. Nein, nicht der Ruckzuckhieb. Ah, mein Klubstein. Nein, der tödliche Ruckzuckhieb. Ah. Vor allem auch schön gegen meinen Beulenhelm geballert. Sehr schön. Sehr gut. Alles Beulenhelm ist halt schön, dass wir den jetzt haben. Ach, siehst du, ich hab den Beulenhelm vergessen von Pokéball wegzunehmen. Das ist schlecht. Ja, das ist wirklich schlecht. Silberblick, ja, natürlich. Hast du schon mal so ein gutes Item, ne? Ja, halt echt. Das sollte nicht auf der Box vergammeln. Mhm. So, und dann wären wir jetzt ready für den Arena-Leiter. Jetzt halte ich mal wieder alle Pokémon. Hat getriggert. Ich weiß nicht warum, aber es hat getriggert. Das ist doch super. Also die Siegeswille triggert, glaube ich, wenn jemand versucht, meine Werte zu senken. Mhm. Deswegen liebe ich Tessorio einfach. Ist einfach so strong. Ich habe keinen Paraheiler mehr, richtig? Ah doch, ja. Ne, da ist einer, ganz oben. Vom Supertrank. Aber ich warte auf dich, ne? Ich auch. Okay. Also wir können gerne Kampf beginnen, Leute. Ja, zweiter Orden, Chris. Warte, ich brauche noch meinen Heilun heilen und dann können wir starten. Der sieht auch schlecht aus. was ist das in seinen Haaren? Hat er sich Kaugummi ins Haar gesteckt, oder? Ich weiß nicht. Siehst du vor? Okay. Ich habe dich schon erwartet. Also jetzt nicht dich im Speziellen, aber halt einen würdigen Herausforderer. Mein Hals, meine Arme und meine Beine habe ich ausgestreckt nach jemandem wie dir. Du hast die Steilwinde bezwungen, das allein ist bereits eine große Leistung. Ich werde also mit meinem langen Hals sowie meinen langen Armen und Beinen kämpfen. Nun ja, beim Klettern sind halt lange Arme und Beine sicherlich vom Vorteil, aber bei einem Pokémon-Kampf, wir werden es gleich sehen. Okay, der ist irgendwie weird. Oder? Ein bisschen schon. Der Lino. Die Arena-Leiter waren bis jetzt alle weird, ne? Ja. EFEM. EFEM, okay, da hast du ja natürlich mit deinem Fast. Achso, okay, das ist die erste Version davon. Da muss ich mir ja keine Sorgen machen. Naja. Ich hätte gern auf meinem Wasser-Pokémon eine Eisattacke, wäre das möglich? Bring ich das wow, vielleicht das nicht. Wow, guck mal, jetzt sind wir nach 6 Stunden 50 Spielzeit. beim zweiten Orden ankommt, das ist doch auch mal eine Leistung. Amazing! Ja, was schicke ich denn gegen das Mistvieh rein? Bleib einfach drin, auch wenn die Attacken nicht so effektiv sind. Ich kann wenigstens ein bisschen Schwertanz boosten. Und Rutatox, Rutatox, ja. Was ist das denn? Weiß nicht, so dieses Giftschleim-Matsch-Pokémon da. Achso, diese Entwicklung von dem. Ja, genau. Ja, die erste Entwicklung, ja. So, das hatten wir ja schon. Also, das hatte ich auf jeden Fall schon mal. Egal, ich bin Schwertanz geboostet. Let's go. Let's hit it. Fast. Obwohl es nicht effektiv ist. Weißt du, was schön ist bei dem Spiel? Man muss wieder selbst nachdenken, was effektiv ist und was nicht effektiv ist. Und es wird einem nicht so vorgegeben wie bei Schwert und Schild. Das finde ich ganz schön. Das finde ich schön. Ich finde es aber geil, wenn man wenigstens sehen könnte im Kampf, ob die Fähigkeiten physisch oder spezial sind. Das würde ich auch gut finden. Das fände ich noch geil. Ja, das war überraschend langweilig mit zwei Pokémon. Das war überraschend langweilig. Ja, er hätte ja aber auch Arceus und noch ein anderes Pokémon haben können. Also, naja. Ja, stimmt auch.
Sei lieber dankbar, dass es so langweilig war. Wahrscheinlich ist wieder das nächste random Kind, was... Ja, tötet uns einfach komplett weg. Naja, haben wir endlich mal den zweiten Orden. Achso, naja, den lasst uns auch umgehen. Ja, würde ich auch sagen. Cool, was ist das hier für ein Haus? Tipps für Trainer, achso. Ja, genau das ist das Problem. Danke für gar nichts. Ja, ich würde sagen, let's go to the encounter. Tute gelbe Gras. Encounter-Zeit! Es ist... Oh, Keldeo! Oh, wow. Ich hab ein Pam-Pam. Wie süß. Ist natürlich sweet. Keldeo, was geht denn? Alles Haus. Ob ich den gefangen bekomme, ich weiß ja nicht. Schwierig. Aber Pam-Pam kriege ich auf jeden Fall gefangen. Ist zwar mal zurückgestreckt, das tut mir ein bisschen leid gerade. Aber, was willst du machen? Nein! Psycholot, mein erster Tod! Nein! Oh shit, Markus! Das ist natürlich Psycholot. Unangenehm. Das ist so unangenehm. Ah. Und für dich. Aber Pam-Pam für mich. Leute, Psycholot ist dead. Das ist natürlich sehr unangenehm. Ich finde, Markus, wir sollten, wenn wir die Challenge, die Nassau-Challenge beendet haben, in Pokémon Schwert und Schild mit unserem letzten, also mit unserem Team, was wir genommen haben, um die Top 4 zu besiegen, das Team in Schwert und Schild aufbauen und uns damit duellieren. Was hältst du davon? Warte, was? Achso, ja, gerne, gerne, das klingt sehr cool. Da hätte ich Bock drauf. Ich nenne es natürlich klassisch Yakuza. Man kennt es. Keldeo mit Doppelkick? Uiuiui, Alter. Das wird schwierig. Aber krass, mein erster Dad. Jetzt haben wir beide einen tot, ne? Ja, stimmt. Ich habe ja auch schon mit hier Tunnel bei mir down gegangen. Ich habe erstmal einen Felsen runtergeworfen. Keldeo, ob ich dich verfangen bekomme? Ich weiß ja nicht. Du fängst Keldeo und ich bin weg. Ja, ich würde erstmal nochmal auf den Hyperball gehen, den wir haben. Schade. Aber man denkt immer, ne? Man denkt immer so. Ah. Ja, Bodycheck ist jetzt. Ja, schade dir jetzt nochmal ein bisschen. Okay, ja, ab jetzt ist halt eigentlich. Wir haben halt nicht Nacht. Und ab jetzt ist halt eigentlich schon wieder komplett lost. Eigentlich Keldeo zu fangen. Also eigentlich kann man es jetzt schon vergessen. Ne? Keldeo eigentlich? Kampf, Psycho? Absolut keine Ahnung tatsächlich bei Keldeo. Also Kampf ist es auf jeden Fall. Weil ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Kampf, Psycho würde am meisten Sinn machen. Weil die anderen ja auch Kampf irgendwas sind. Keldeo sieht jetzt für mich auch wie ein Psycho-Pokémon aus. Also ein oder Psycho. Fee. Nee, Fee glaube ich nicht. Meinst ich glaube, kein von denen ist Fee. Noch ein Rätsel. Wasserkampf? Wasser. Okay, wow, Leute. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, da kommt der Pupstrahl. Also doch. Ein Volltreffer. Ich dachte schon, warum hast du so viel Damage, habe ich gerade gedacht. So, Supertrank. Mal gucken, ob ich dieses Rätsel hier lösen kann. Ja. Und Keldeo tötet sich leider selber. Schade. Oh, dann nicht. Schade. Geh mal hoch und mach das Stärke-Rätsel, dann kriegst du eine Donnerwelle. Cam. Ja, Geradax sich beides lohnt sich jetzt nicht. Dafür finde ich. Ja. Oh Gott, Team Flair. Ja, du liegst vor diesmal. Na nu, dich kenne ich doch. Nur, das heißt, dass du weißt, die Steine haben es in sich. Diese 3000 Jahre alten Trümmer sind nämlich, was sind die denn eigentlich genau? Ach, vergiss einfach. Auge um Auge, Fossil um Fossil. Ich nehme jetzt gepflegt Rache an dir. Das war unerwartet. Ja, er will Rache. Er denkt sich, Alter, ich bin schick. Waschkawil. Den hast du aber letztes Mal nicht gehabt, Kollege. Der ist aber neu. Ja. Juwelenkraft, let's go. Oh wow, das macht gar nicht so viel Schaden, wie ich gehofft hatte. Aber eine schon. Ach, Juwelenkraft mochte schon.
Nee, ich will Klubstein auf jeden Fall behalten. Das ist unser Starter und weißt du, das wäre jetzt unfair, den auszutauschen, finde ich. Du musst ihn ja nur sterben lassen, Markus. Kastador. Waschkavel ist auch. Der Kastador hat als nächstes. Okay. Hat sich von Taubsi in Waschkavel entwickelt, ja stimmt. Da hat er ja Taubsi gehabt, Chris. Der hat Taubsi gehabt. Ja, er hier. Unser ach so. Da hab ich jetzt gar nicht gedacht. Ja. Ja, dann würde ich sagen, dieses Taubsi war dann noch ein spezielles Pokémon. Eigentlich war es ein Hundemon. Und dann hat sich dieses Hundemon. Ja. Er hat einen Taubsi Hundemon genannt und das Hundemon Taubsi hat sich in Waschkavel entwickelt. Das ist mal ein guter Lebenslauf, würde ich sagen. Hey, ich bin fertig mit ihm. Ich bin noch nicht fertig. Geworden, ist Type geworden. Hauptsache, mein Einzug kriegt keine Falten. Das ist Markus Motto, Leute. Das ist Markus Motto. Hauptsache, mein Einzug kriegt keine Falten. Das ist die Hauptsache. Ja. Alter, PC, kannst du mal wieder aufhören zu rudeln? Was soll denn das? Was ist denn da los? Eine Niederlage jagt die nächste. Man könnte glatt meinen, du seist kein gewöhnlicher Pokémon-Trainer. Man könnte glatt meinen, ich bin der Champion. Tja. Watcher, ja. Wird erledigt. Watcher. Der Holo-Logo ist schon ein tolles Maschinchen. Mit diesem kleinen Ding kann man ganz gepflegt die neuesten Anweisungen von oben besorgen. Der Erfinder des Hologs war sicher selbst ein sehr gepflegtes Individuum. Aber egal, ich mache jetzt erstmal ganz gepflegt mich vom Fall. Die Flatter, was? Die Anführersoftware-Erfinder, oder nicht? Ja, aber das weiß man jetzt noch nicht. Das ist dann dieser krasse Plot, der total unpredictable ist. Oh.